ist die Weltkarte. Wir stampfen auf dem schwarzen Ritter herum. Plains clear. Village. Halt! Keine Waffen! Wir haben genug Sorgen. Wir haben seit kurzer Zeit genug Sorgen, ohne dass hier irgendwie noch seine Schwerte rumschwingt. Oh, hahaha, ha, ha, das ist gar keine Waffe. Nur eine Schaufel. Du darfst reinkommen. Das ist noch ein großer Unterschied für das Narrativ. Und vergiss nicht, drück nach oben, um mit jedem zu reden. Ich sehe gerne hübsch aus an meinem freien Tag. Stifte keinen Unfrieden, Kämpfer, Krieger. Siehst du auch gerne gut aus? Guck mal, hier ist Bojack Horseman. Nein, was stimmt. Nee. Da, also so ein Typ aus Bojack Horseman, so ein Tier halt, so ein anthropomorphes Ding. Wer denn? Wo der da, mit dem ich gerade spreche, mit dem Pferd. Ist das eine Frau? Ja, ist das ein Esel oder ein Muli oder der was? Der hoch und runter wackelt oder der Lila mit dem Schirm? Der Lila mit dem Schirm. Und dann geht auch gerade literally Bojack Horseman vorbei, war da gerade. Das war safe, einfach Bojack Horseman. Der kommt bestimmt gleich nochmal wieder. Der Bade. Heil, Wanderer. Ich bin ein einfacher Bade, aber ich habe ein großes Problem. Ich habe all meine Musikblätter verloren. Wir haben schon eins gefunden. Mein ganzes Repertoire liegt verteilt über das Land. Wenn du irgendwann mal ein Blatt findest, bringst du mir und ich werde dich fürstlich belohnen. Hurra, du hast schon zwei. Nimm 500 Geld dafür jeweils. Ja, wunderbar. Lass mal stehen. Oh, du hast den Rivalen gefunden. Ja, der schwarze Ritter hat einen richtig guten Musikgeschmack. Er hätte Komposition studieren sollen. Aber dann wäre ich wohl sein Rivale geworden. Jetzt, wo ich das habe, kann ich es performen für dich. Frag mich nur. Ah, lass mal stecken. Oh, du hast ein schönes Gesicht. Man sieht es doch gar nicht. Das ist auch so ein bisschen Fallout-mäßig, ne? Hier mit seiner Stadt und den Leuten, die da rumhauen. Guck mal. Wie komisch. Was sind denn eigentlich diese... Keine Ahnung, was werden wir wohl jetzt gleich noch aufschauen? Es ist mir jetzt irgendwie allmählich zu anstrengend, das alles zu übersetzen. Dann kann ich aufhören. Na gut. Dann wäre es nur noch ein ganz normales Let's Play. Sorry, Leute. Das ist doch der aber jetzt, Leck schreibt gerade, ich möchte die Position unterstützen, dass ab jetzt alle Spiele simultan übersetzt werden. Bring mir einen Fleischfahrschein. Fahrschein ist vielleicht ein bisschen sehr eng übersetzt. Eine Fleischkarte. Meal. Nicht Meal. Ach ja, ich habe Meat gelesen. Eine Mahlzeitfahrkarte. Und ich werde dir ein Festmahl peitschen. Der Ziegia hat vielleicht welche, aber wo ist das? Was heißt Sly? Das flüchtige Biest? Sneaky? Was heißt Sly noch? Schlei? Da ist er doch hier. Da. Ziegia. Ah, Entscheidung. Soll ich meine Magie oder meine Gesundheit erweitern? Oder einfach nur eine Aluminium-Blechdose essen? Kauf mir doch einen Essensfahrschein und hilf mir, meine Option einzuengen. Ja. Sly gleich schlau. Schlau? Sly Cooper. Schlauer Cooper. So, jetzt habe ich... Was sollte das? Hä, es hat mir gar nichts gebracht? Oder was? Ich brauche mehr. Ach so, doch, jetzt habe ich das bekommen. Ach, er hat dir das gegeben. Ja, er hat mir das gegeben, weil er 1000 Gold gegessen hat oder so. Ich hab's nicht verstanden, weil ich es übersetzt habe. Ja, Pallet ist doch hier der Gaum, oder? Ich werde deinen Gaum dazzeln, verzaubern, so ein bisschen. Beeindrucken. In keiner Zeit oder weniger. Also, guten Appetit und entschuldige die Sauerei. Was macht er jetzt für uns? Jetzt. Hast du keinen Appetit? Du kannst nicht das Böse auf leeren Magen bekämpfen, weißt du? Ja. Vielleicht ist es auch so anstrengend, weil du das in dieser komischen, elaborierten Stimme immer machst. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Das ist
kann ich mir noch mehr kaufen? Boah, das war teuer. Das mache ich vielleicht lieber erstmal fahriges Geld, falls ich noch. Aber wie habe ich mich jetzt entschieden, ob ich Magie oder Leben will? Ich habe einfach Leben bekommen. Oh. Willst du mehr aus deinen Reliquien rausholen? Oh ja, natürlich. Ich kann deine Maximalmagie erweitern. Gut. Oh, aber ich habe keine Reliquien. Was? Ich kann nicht. Du musst Reliquien finden. Chester, die Leiter runter. Er hat immer die merkwürdigsten Dinge. Moment, was habe ich gerade gemacht? Oh. Okay, Mengenrabatt weiß natürlich wieder Bescheid. Ihr habt euch das Essen ja nicht mal angeguckt. Das ist immer was anderes. Essen gleich Leben, Relikte gleich Magie. Aha. Ah, ein neues Gesicht. Tänzer, Akolyten, Hexen, Ziegen. Alle sind hier willkommen. Oh, dieser... ja, was ist ein Spectre? Beobachter. Nein. Ja, Suspect. Nicht Suspecter. Spectre ist doch was Geisterhaftes. Weißt du? Also geisterhafter Ritter. Geisterhafter Ritter. Wenn jemand ihn besiegen könnte, würde ich ihm meinen größten Schatz geben. Geist. Spectres Geist. Ja, aber Geist ist eigentlich Ghost. Was für eine Art von Geist? Muss man ein geileres Wort für geben. Der King von Nichts. Der König von Nichts. Nichts zu regieren, außer meinen einsamen Barstuhl. Der Königsritter sitzt auf dem Thron von Stolzmoor. Der Gildenbetrüger. Er wird schon seinen Teil bekommen, was er verdient. Zweifach, dreifach, Erde und Schaufel. Mein drittes Ei kennt deine nutzlosen Infos. Mein drittes Ei. Auge. Das ist doch hier aus Macbeth, oder nicht? My third eye. Oder? Spectre ist das Spooky Boy. Gespenst. Hm. Excavatio. Harry Potter. Excavatio. Die Nummer von geschaufelten Kacheln, die du geschaufelt hast, ist 7. Die Nummer von Geld, das du gesammelt hast, ist 6.079. Die Nummer von Zeit, die du in einem Battle gefallen bist, einem Kampf gefallen, die Häufigkeit, die du im Kampf gefallen bist, liegt bei 1. Battle von. Die komplette Zeit, die du in diesem Abenteuer verbracht hast, ist 22 Minuten 37. Ich kann magischerweise all deine Taten sehen. Komm zurück für noch mehr nützliche Fakten. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, freundliche Hexe. Ich bin keine Hexe. Boah, ich habe viel Damage gemacht. Das ist doch eine Hexe, eine ganz klassische. Mona. Ah, ich schätze, friedfertige Einsamkeit ist zu viel verlangt. Nun, solange ich hier gestrandet bin, sollen wir nicht die Zeit vertreiben mit ein bisschen einem kleinen Spiel? Ich brauche nur 100 Gold. Nee, ich weiß, worum es geht. Okay. Ich werde ein paar Dinge zusammensammeln und du kannst sie auf die Zielscheiben für Punkte ballern, okay? Krass. Boah, das ist ja scattered. Ja. Warum machen das manche nicht? Sind das bestimmte... Die Roten ballern in alle Richtungen. Rot gewesen, okay. Ich finde, du machst das ganz gut. Der Rote. Ja. Ah. Warum springst du zu? Ja. Voreilig. Gut. Scheiße. Schlecht. Sehr schlecht. Der letzte war super scheiße. Du hast 152 Punkte. Gen. Naja, Färbe mich impressioniert. Sieh mich als beeindruckt an. Das könnte so ein Anmachspruch aus dem 20. Jahrhundert sein. Das hat auf jeden Fall gereicht. Du bist schon wieder zurück, willst du nochmal spielen? Nein, auf gar keinen Fall.
Oh, Sun ist da. Hallo, Sun. Sun. Willkommen bei Shovel Knight. Und KatzenTV5 ist da, aber geht, glaube ich, jetzt ins Bett. Wer schade, KatzenTV5. KatzenTV5 war schon mal bei uns. Leider müde geworden. Gute Nacht und schönen Stream noch. Vielen Dank. Dir auch eine gute Nacht. Du kannst es ja nebenbei laufen lassen. Wir sind, glaube ich, gut, um dabei einzuschlafen. Wir sind gute Nacht-Begleitmusik. Ich esse auch extra offiziell exklusiv ein Ferrero Rocher. Sun sagt, haben Bleib. Die beiden noch was anderes angekündigt. Shovel Knight steht hier noch rum. Die will ich nicht zu viel, will sie nicht so viel von sehen. Nein, wir haben nichts anderes angekündigt. Wir hatten keine Lust auf irgendwas und haben einfach mal was angefangen. Aber wir können auch was anderes spielen. Aber das ist der Anfang des Spiels. Also, guck mal, noch eine. Ja, wir spielen gerade erst 20 Minuten. Hey, Schaufelritter. Ich weiß, die Dinge sind hart. Aber wirf das Handtuch nicht. Wirf das Handtuch nicht. Hallo Fischfreund. Lang lebe der Trubbelkönig. Bye. Who? Hail. Hast du noch nie von dem Trubbelkönig gehört? Halb Forelle, halb Apfel. Wird wie Mouthful buchstabiert. Buchstabiert, ausbetont. Mouthful? Mouthful King? Problem? Er ist einer der Waldgötter. Er hilft denen, die Hilfe brauchen. Ich sag die Wahrheit. Wenn du ihn jemals in seiner heiligen Grotte besuchst, halte dann Gral? Nee, das ist Grail. Was ist Chalice? Kelch. Kelch, ja. Dann Kelch in die Höhe und der Trubbelkönig wird auftauchen. Trubbelkönig. So, mir wurde anvertraut, Trubbelkelche zu verkaufen an die Gläubigen. Willst du einen haben? Ja, warum nicht? Ja, warum denn eigentlich nicht? Ein Behälter, um mystische Ikors aufzubewahren. Was sind Ikors? Aber wo kann man es so finden? Schön, dass man diesen Text bekommt, nachdem man es gefunden hat. Psst, hey, blauer Typ. Du glaubst nicht, was für Merchandise ich für dich habe. Willst du nicht was? Mal hier. Neck ist ein Fan von dem Frosch da links. Ich kann das verstehen. Der Frosch ist sehr gut. Ich habe es gar nicht in Erinnerung, dass es da anthropomorphe Tiere gibt. Er chillt einfach an seiner Base. Fishing Rod. Oh, Fishing Rod ist vielleicht ganz geil, oder? Und mit Chaos 4. Ich will den Fishing Rod kaufen. Nein, du hast nichts verpasst, Sun. Wir haben mit diesem Spiel angefangen, wie gesagt, vor jetzt rund einer halben Stunde. Das ist das erste Level verpasst, das sehr simpel war. Soll ich auch noch hier diese merkwürdige... Was macht die? Es ist endloses Kampfpotenzial. Das klingt doch hervorragend. Aber dann haben wir kein Geld mehr. Ja, ist gut. Dann haben wir auch keinen Grund mehr mit den Leuten dazu reden und können weiterziehen. In unserem Abenteuer. So. Hier spielt einer mit ihrem Ring. Die Items, die ihr da kaufen könnt, sind nachher die, die ihr in Leveln verpasst. Weiß, Mengenrabatt zu berichten. Was ist ein alter Level, der was? Also, da sind Bojack Horsemans, die Leute meine ich. Stimmt, der Vater von Bojack Horseman sieht so aus. Ja. Wie heißt der noch? Also ich würde es so interpretieren, also kannst du das Kind nicht ärgern? Geil. Ich bin gern grausam zu Kindern in Videospielen. Ja, und du bist zu jedem gerne grausam. Nein. Boah, ich habe ihn auf der schwer tragenden Wassertragefrau. Also offensichtlich ist es so, dass du, wenn du in den Leveln Items verpasst, ja, kannst du sie danach da kaufen. Aha! Ja, bei dem, der Special Items hat. Wahrscheinlich. Heißt das, ich habe in dem Level eben was verpasst? Sun geht wieder, weiß ich schon, wenn er eigentlich gehen sehen möchte. Schade, Sun. Schade. Gute Nacht. Aber hier geht's noch mehr ums. Auch nur spät. Scan Amiibo. Hast du einen? Hast du einen? Hast du doch. Ja, will ich aber jetzt nicht. Ich glaube, damit kann man den Zweispieler-Modus anmachen. So, wir können jetzt Spectre Knight. Ah, das ist locked. Oder King Knight. Willst du hier spielen? Ach, ja. Willst du lieber gruselig oder königlich? Gruselig. Komme ich rein in das Level. Mit B. Gerechtigkeit in Peak.
Man muss nur nach unten drücken für den hier. Hallo? Nach unten, ja, das reicht. Nix, Entschuldigung. Nix. Oder wie Benny dem Tim sagt, dass er nicht mit ihm spielen will. Oh, guck mal, was ich hier oben ändern kann mit. Ja, du kannst den Fishing Rod auswählen. Aber wie kannst du ihn benutzen? Keine Ahnung, vielleicht nur, wenn da auch was zum Fischen ist. Kann sein. Nee, Leck, es ist andersrum. Es ist nicht so, dass ich nicht mit Tim spielen will. Tim will nicht mit mir spielen. Er hat gesagt, lass uns lieber im Singleplayer-Modus spielen. Ah. Ah, cool. Ich sag dir, das Spiel hat auch gameplay-mäßig sehr viel zu bieten. Wie weit hast du das damals gespielt? Weiß ich nicht. Nicht weit. Astral. Da könntest du aufschaufeln, links. Oder ist das nicht? Boah. Hast du das gesehen? Mhm. Der ist hochgehüpft einfach, die Sau. Guck mal, ob du da links für Totenkopf jetzt schaufeln kannst. Ja. Ah, gut. Wenn du sowas siehst. Mhm. Alter. Oh, die gehen jetzt kaputt, oder was? Stimmt. Angeln könnte ich an Abgründen, wo was glitzert. Was ist das? Ein Geist. Ja, aber... Das will der mir habhaft werden? Ja. Oh. Alter, Elektrokröte. Ich weiß nicht, ob du den Geist besiegen kannst. Naja. Nee. Oh, was ist das? Oh, sehe ich das? Ja. Cool. Auch wenn wir Magie benutzen können, wissen wir immer noch nicht, aber das muss ja für das Ah, ich muss die... Achso. Muss man die vielleicht nochmal weiterschaufeln irgendwann? Du? Weiterschaufeln? Naja, da kommen ja mal... Oh! Jack Sparrow. In the ghetto. Shit, hätte ich das hier oben auch machen können? Probier doch mal. Komm nicht mal hoch. Hä? Oh. Okay. Oh nein! Dann geh rechts raus und komm wieder rein, dann kannst du auch dem Skelett hochhüpfen. Respawn die? Wahrscheinlich. Oh. Ja, Invincibility, sehr gut. Nein! Auf dem Kopf oder auf dem Körper. Geht das? Ja. Oh. Jetzt habe ich nur noch einen, deswegen werde ich auf jeden Fall auch die... Checkpoints aktivieren. Genau. Natürlich. Wir wissen nicht, auf welchem Knopf wir das machen können, ne? Wissen wir nicht. Oh, scheiße, ich Idiot. Ich kann das aber ja nochmal wiederholen. Boah, ist ja schnell. Kann er hüpfen? Nee, er sieht nichts. Warte, ich kann ihn den zuschaufeln. Ist ihm mit seinem eigenen Kopf wehgetan. Oh. Ist das dein Ernst? Ich bin gleich tot, ne? Ja. Macht aber nichts. Ach, ist das nee, dein... Nee, wird wohl nichts mehr. Hätte ich das mal, aber... Das ist natürlich töten, du bist direkt beim Checkpoint. Dich. Laufst du in ihn rein. Ja, das ist doch ja... Aber das ist eigentlich auch nicht.